Servus, liebe Leute, willkommen zur ersten Folge SnowRunner. Genau. Auf meinem Kanal kommt SnowRunner. Die in einem Livestream schon dabei waren, den habe ich schon erzählt, damit jetzt SnowRunner kommt. Und jetzt seht ihr es. Heute ist die erste Folge von SnowRunner. Ich habe es jetzt schon öfters gesagt, warum ich hier stehe. Weil ich einen leeren Tank habe. Und übrigens, der Max ist heute auch mit dabei. Hi. Der rettet mich jetzt gleich raus, der kommt da hinten. Im Livestream sind wir hier nämlich stecken geblieben. Und jetzt holt er mich hier raus. Genau. Ich hoffe, ich schaff's. Ja. Nicht wundern, es kann sein, damit es immer wieder mal ruckelt. Ich habe keine Ahnung, warum. Gestern du hast die Einstellung übertrieben. Ja, ich habe es jetzt sogar schon auf Mittel. Und okay, das letzte Mal habe ich auf Hoch spielen können. Ich spiele die ganze Zeit auf Ultra. Ja, keine Ahnung. Ich werde schauen, warum das so ist. Kann sein, dass mit meinem PC schon ein bisschen warm gelaufen ist. Hab heute sehr viel aufgenommen. Und jetzt dann noch SnowRunner. Also sorry dafür. Ich werde schauen, damit es in den nächsten Folgen besser sein wird. Oh, jetzt kommt er dahin. Schau mit der Lake fahre. Leg mir den Arsch. Ich soll den da bloß rauskriegen. Ich bleibe auf deiner Seite dahinter, weil das ist die befestigtere Seite. Ja. Wo wolltest du eigentlich hinfahren? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Oh je, das wird ja gut. Dann müssen wir jetzt als allererstes überlegst du dir jetzt, wo man da fahren. Ja, warte mal. Hier hinten kommen wir, glaube ich, wieder zu einer Festen. Da, wo ich herkomme oder andere Richtung? Geradeaus weiter. Dafür kommen wir gleich raus. Bleib stau. Wie betankt die jetzt? Nachtanken. Ziel. Was hast du für einen Truck? Ah. Ich habe mal eine Einladung geschickt. Zur Berechtigung. Annehmen. So, warte mal. Klar, ich tank mich auch gleich noch nach, dass ich auch voll bin. Jetzt warte mal ganz kurz. Oh, ich bin voll. Funktion, reparieren. Ja, ihr habt die auch gerade nachtankt. Warte jetzt mal ganz kurz. So. Mein LKW läuft wieder, endlich. Dank dir, Max. Ich weiß nur nicht, warum meine Lichter nicht mehr angehen. Was machst du? Probiere die zum Reparieren, aber es geht irgendwie nicht. Nee. Hab die nochmal komplett repariert. Lol. Doch hinbekommen. Mhm. Warte, bei mir? Jo, bei mir auch. Also ich habe jetzt noch 170 Reparaturpunkte. Und noch 1000 Liter Sprit. Okay. Sag mal ganz kurz. In welche Richtung willst du jetzt? Da geradeaus. Okay, dann fahren wir am besten auf die rechte Richtung. Ich weiß. Rechte Richtung. Bin verrückt. Fahren wir am besten hier rechts, weil hier ist ein befestigter. Oder? Okay. Dann lass ein paar schnell rein. Ja, warte. Achso, du kannst noch fahren. Ich denke, du musst jetzt ziehen. Ich denke, du steckst. Nee. So, und ich hoffe, ihr hört den Sound gut. Weil bei mir ist er leise. Aber ich sehe gerade hier in OBS. Ist er laut genug? Da bin ich ja schon fast. Leise. Deshalb, meist kurz etwas leiser. So, okay.
Oh, mein PC läuft das auch so richtig. Morgen Mittag. Was? So lang? Ja. Aber warum so lang? Heute Nacht hat das Video gerendert. Stimmt. Und dann hat mein Bruder gleich wieder zurückgewelle. Also Leute, könnt gerne mal bei ihm vorbeischauen, er wird sich bestimmt sehr freuen. Mhm, auf jeden Fall. Let's Play Gaming, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich verlinke es unten. Oder ist sogar verlinkt schon der zweite. Mhm. Genau. So, schalten wir mal hoch. So, jetzt warte mal bitte kurz, ich will mal gucken, ob jemand auf der Hauptfach ist, weil dann kann ich den Server zumachen. Ja. Ich weiß, den ist da oben. Mein Slack gerade bei mir. Hey, wieso? Das läuft doch auch ein gemieteter Server. Ja, aber ich bin noch drauf. Zum Speichern, weißt du? Ach so, ja, kannst du runtergehen. Ich gehe dann nachher schon drauf, das passt schon. No, hey, wenn ich eh noch drüber will, weißt du? Okay. So, wird das jetzt auch ausmachen. In meinem Headset surrt es gerade so die ganze Zeit. Du hast Probleme. Ja. Als erstes geht das nicht und dann das nicht. Also so. Ich hoffe, das zweite Headset ist auch noch hier geht. So, ich bin ja letztens hergegangen. Durch die befestigte Straße. Sag's dann halt, wenn ich dich rausziehen muss. Mich brauchst du nicht rausziehen, wenn, dann muss ich die rausziehen. So ist das also. Ja, genau so ist es. Und nicht anders. Ich würde einfach mal sagen, wir schauen jetzt mal nach einem Auftrag. Wir fahren jetzt einfach mal gerade hier geradeaus. Mhm, befestigte Straße, gell? Ja, hier war eine, guck. Ja, leck mir im Arsch. Oh, nö, das Loch will ich nicht rein. Und wo muss ich hin? Immer geradeaus. Glaube ich. Heißt, glaubst du? Ich muss unbedingt mein LKW mal bisschen mehr Power aufmischen. Denkst du, das habe ich schon gemacht? Ja. Nö. Habe ich auch nicht freigeschaltet. Achso, das muss man auch freischalten. Alles. Okay. Ich bin ganz neu hier in dieser Runner-Spiel-Ding. Wo wird nach? Hier geradeaus. Ja. Gut, fahr voraus. Aus die Maus. Nee, du bleibst mit der Formel stacke. Welch große Steine auf, weil das kann dein Todesurteil sein. Nur über kleine drüber fahren. Und die am besten auch vermeiden. Wir müssen, glaub, rechts. Sag es vor Ort, wenn ich stecker bleibe und du, oder? Das ist gar keine Schande, weil ich 1000 Liter Diesel dabei habe. Jo, der Max hat den Service-Anhänger. Wird viel schwerer. Mein LKW juckt auch die ganze Zeit vorne, auf. Die Hölle, wenn der manchmal über den Streit ist, ist gleich wumm. Warum nur das, warum ich das Service da kann? Warum? Weil du den Fahrer kannst. Aha, ha, ha, ha. Nein, wird's wirklich wissen. Ja, warum? Weil er 5000 Euro kostet hat und das Geld hast du wieder. Doch, ich hätte sogar. Das
weiß nicht, auf Hashtag Todesurteil haben, wir können es probieren. Wir können es probieren. Ja, ich bin letztes Mal schwer durchgekommen. Ich bin letztes Mal durchgekommen, aber sehr schwer. Warte, ich muss mal runterschalten. Guck, wären wir da jetzt gerade ausgefahren, dann wären wir in die andere Map kommen, Marvin. Okay. Guck, jetzt zum Beispiel hier geradeaus ist der Tunnel. Meine da wäre dann eine neue Map. Sind nicht mehr, die sind weg. So. Ja, muss neu belegen. Ich weiß gar nicht, wie man es auf der Tastatur das Licht anmacht. Machen wir mal Differentialsperre auch noch mit rein, dann wird besser. Kommst du? Mhm, ich hab gerade nur im LS gucken, weißt du, ob er noch drin ist. Bevor ich da jetzt reinfahre. Alter, mein Zauberanhänger ist gerade hinten aufgesessen, da bin ich fast verhockert, weil er aufgesessen ist und dann ist er runtergerutscht und matschnell gekracht. Marvin. Okay. Oh, gerade einen kleinen Baum umgefahren. Oh, jetzt wird's lustig. Ja, da habe ich gemeint, da bin ich festgestockt. Marvin, ich bin umgefallen. Nein, oder? Doch. Ich stehe wieder! Ich bin einmal rumgerollert. Alter! Also ich komme hier gut durch, gell? Wieder. Ich komme hier gut durch. Ja, ich bin da letztes Mal abgedriftet. Alter, Marvin, guck mal, wo ich bin! Ich bin hier den Hügel runtergefallen und habe mich einmal überschlagen, bis ich wieder auf die Räder stand. Lol. Alter, guck mal, mein Zaumstrakt, der ist sogar jetzt oben dreckig. Der ist jetzt sogar oben dran dreckig und ich komme hier sogar raus. Digga, was ist das für ein guter LKW? Ich komme hier sogar raus. Marvin? Ich warte auf dich, ja. Gell? Ich werde einfach mein altes Auto verkaufen und den scheiß LKW da. Und schon könnte ich mir einen neuen LKW kaufen. Oh, ich wollte gerade fast das Spiel beenden. So, da muss ich immer schnell schauen. Steuerung. Scheinwerfer auf L. Ah. Viel besser. Was für besser? Hello. Stimmt, ich kann auch meine Scheinwerfer machen. Alter. War, Alter. Gleich Hello. Ja, ich hab mir alles belegt, weißt du? Mir eigentlich auch. Ich bin schon wieder im zweiten Gang unterwegs. Oh nein, keine sichtbaren dritter Gang. Wenn jetzt stecken bleibt, dann ist rum. Hast du den Wachturm überhaupt geöffnet hier? Ja. Gut. Guck, jetzt hast du die ganze Gegend hier auch alles Freakschalter. Neue Mission entdeckt, festgefahrener Anhänger. Den haben du und der Paul schon rausgezogen. Ja, bei dir auf der Welt. Mhm. Scheiße. Ich auch nicht. Oder doch. wer weiß. Scheiße. So, also, geht weiter. Dann gehe ich gleich mal tanken und dann schauen wir mal nach einem Auftrag. Würde ich mal. Marvin? Ja. Mir wäre es nochmal lieb, könnt ihr wieder runterfahren. Wie runterfahren? Egal, nö.
mach mal einen Auftrag, weil ich werde jetzt nachher noch schnell noch runter noch zu der Werkstatt. Ja. Komm ja. Will mir nämlich eine neue LKW holen. Okay, dann fahren wir noch schnell zur Tankstelle. Und dann schauen wir, ob wir irgendeinen Auftrag haben. Und dann machen wir das mit dem, oder? Auftrag einfach in der nächsten Folge. Okay, ja. Dann war das jetzt eine Rettungsfolge. Ja, richtig. Kannst du dir auch mal anschauen, was für LKWs du schon freigeschalten hast. Was man keine LKWs braucht. Ja. Ich dachte, die muss man alle rausziehen. Nein. Du verdienst ja mit deinen ganzen Aufträgen Geld und die LKWs, wo du rausziehst, die kannst du entweder selber nutzen, verkaufen und dann die LKWs kaufen. Ah, okay. Man kann schon alles in der Werkstatt machen. So ist das also. Ja, genau so ist es. Alter, mein Headset spielt verrückt. Das rauscht immer so ab und zu mal. Weißt du, die Stimme ist dann zu pixelig quasi, weißt du einmal. Ich fahr schon mal nach. Hey Marvin? Ja. Der LKW schaltet nämlich rein, ich habe das Problem. Von der. Oh Scheiße! Falsche Stelle, da ich fahre. 7% Motorschaden. Guck mal, das ist richtig schwer mit dem Koffer hier durchzukommen, weil der gleich aufsitzt. Marvin? Ja. Ja, ich habe jetzt ein Problem gefunden. Okay, was war's? Ich habe, wenn ich meinen Schaltknüppel geschaltet habe, dann habe ich den einmal vordurch, gell? Ja. Und dann habe ich den so lassen und dann hat der mal runtergeschaltet. Keine Ahnung warum. Und jetzt habe ich ihn jetzt immer wieder zurück auf In-Position, wie er halt immer startet. Und jetzt schaltet er mir runter. Ja, ist doch gut. Mhm. Endlich das Scheißproblem knackt. Du hast jetzt nicht mehr so schwer, wenn ihr eure Hand auf dem Schaltknüppel habt. Jetzt kann nicht mehr so geil heben. Egal. Bringt halt euer neues Gamepad neu das Scheiß bei dem Spiel. Dann denke ich die ganze Zeit damit keine Zicht irgendwie machen. Bremst nicht hat einfach. Hat doch Rackschalter. Was machst du? Das bin ich nicht. Das macht er von der Leutrad. Das war ich nicht, der hat von der Leutrackschalter. Ja, also Leute, wie ihr seht, das Spiel ist noch nicht fehlerfrei, aber ist ja auch noch am Anfang, da kommt das was bestimmt. Genau, das Spiel ist ja jetzt noch nicht ganz so alt. Jetzt vor kurzem erst rausgekommen. Deshalb habe ich da auch noch Verständnis. Ist jetzt vielleicht der Woche oder so? Nee. In der Mall. 4 Tage. Ja. Und deshalb habe ich da auch noch Verständnis, aber wenn es dann. Keine Ahnung, wie alt, wie lang es dauert. 2 Monate. Ja. 3 Monate, dann soll das Problem dann schon langsam fix sein. Weil das regt manchmal mein Fahrer schon auf. Halt schon wieder Rackschalter. Schon wieder. Hä? Könnte auch sein, wenn der auf einen so großen Widerstand trifft, oder auf einen Widerstand trifft, wo das Spiel falsch einschätzt, dass es dann runterschillt, dass die Widerstände, dass die Gegenstände nur einen falschen Widerstand haben oder dass da manche Leute richtig eingestellt sind und dann der dann gleich denkt, dass so ein großer Widerstand ist, da muss er wegfahren, weißt du? Oder irgendwie sowas. Könnt ihr mir vorstellen. Ja. Das kann sein. Ich habe doch wirklich irgendwas falsch eingestellt, aber das kann ja eigentlich fast nicht sein, weil ihr gerade Einstellungen zurücksetzt habt. Aber das ist ja bei dir gar nicht so, gell? Nö, ich hab das nicht. Bei mir ist alles gut. Vielleicht habe ich einfach auch nur so eine grobe Fahrtweise.
Wäre durchaus möglich, gell? Das könnte sein. Und dann passt es wahrscheinlich irgendwie mit der Gegenstände nicht richtig oder so, schätze ich. Dass er quasi automatisch runterschaltet, weil das ist ja Automatik. Ja, der ist gerade schon wieder Rückwärtsgang schalter. Schon wieder. Also jetzt ist es echt viel schlimmer. Aber das passiert nur, wenn ich mein Lenkrad nicht bewege. Also wenn ich nicht lenke. Nur dann passiert es. Wenn ich lenke, passiert gar nichts. Marvin. Okay. Rein gar nichts. Ja, komisch. Mal nochmal anschauen. Jo, also liebe Leute, würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. In der nächsten Folge machen wir dann einen Auftrag. Boah. Der LKW sieht hier aus. Jo, okay. Also, wenn euch das Spiel genauso gefällt, dann lasst es mich doch gerne wissen. Schreibt es in die Kommentare. Oder lasst ein Like da. Und wenn ihr noch mehr davon sehen wollt und keine Videos verpassen wollt davon, dann lasst doch gerne ein Abo da. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, macht's gut. Tschüssi.